Mohamed Ali Kamara beschreitet schon mal den Weg ins Old Trafford, ins Theatre of Dreams, wo es dann morgen Abend ernst gilt im letzten Gruppenspiel von dieser Champions League-Gruppenphase. Mittlerweile sind wir in diesem Prachtsexemplar von einem Stadion. Wir sind vom Flughafen dann zuerst noch zurück ins Hotel, haben noch einen Corona-Test gemacht, kurz Pause, und etwas gegessen. Und jetzt ist die Mannschaft im Abschlusstraining, ist sich dann austoben auf diesem schönen englischen Räseli. Wir schauen jetzt noch schnell in das Abschlusstraining rein und fühlen dann noch Cedric Cesiger auf den Puls und wollen wissen von ihm, was er von diesem Spiel wird erwarten. So, das Abschlusstraining, das ist durch, Cedric Cesiger, hier im altehrwürdigen Old Trafford Stadion. Es ist schon sehr, sehr spezielle Atmosphäre, ne? Ja, es ist wunderbar, wenn es so dunkel ist mit den Lichtern, ein riesiges Stadion, viel Geschichte, aber es macht natürlich Freude, dass man da sein kann. Ja. Wie ehrfürchtig ist man, wenn man in so ein Stadion reingeht? Ich stelle mir das immer schon noch speziell vor, für mich als Fußballfan sowieso und für dich als Spieler muss es ja sehr ähnlich sein. Ja, es macht einfach Freude, dass man da sein kann, dass man da drauf spielen und trainieren kann. Es ist echt wunderbar. Eben, man kennt die Geschichte von Old Trafford und es ist einfach schön, wie gesagt, zum da sein. Ja. Mit der Gruppenphase ist das letzte Spiel, wo wir hier noch bestreiten dürfen. Manchester ist eigentlich durch. Das steigert hoffentlich unsere Chancen auf ein gutes Resultat. Mann. Ja, sicher. Aber wir wollen nur auf uns schauen. Eben, wir brauchen die 3 Punkte, dass wir noch unsere Chancen haben. Und da werden wir alles dran setzen, um die zu erreichen, Vollgas geben, eine gute Mannschaftsleistung bringen. Und ja, dann kommt es gut. Vielleicht noch deine Einschätzung. Sie haben einen neuen Trainer. Dort hat man gesehen, die letzten 2 Spiele gegen Arsenal, gegen Crystal, haben sehr offensiv gespielt im Vergleich zu noch vorher. Was hast du das Gefühl, was erwartet uns morgen für das Manchester? Ja, sicher sehr offensiv. Wir müssen zuerst mal sicher gut verteidigen. Hinter kompakt stehen, wenig zulassen und dann eben unsere kleinen Möglichkeiten nutzen oder unsere wenigen Möglichkeiten, besser gesagt. Und ja, einfach an uns glauben, Vollgas geben, zusammen als Mannschaft auftreten und dann einfach 100% Einsatz und dann kommt es gut. Schließlich ist das jetzt Theatre of Dreams und ich glaube, wir träumen alle von diesem Sieg von morgen. Merci, hast du noch schnell Zeit genommen und jetzt gut zu erholen und bis morgen. Merci vielmals. Also, ihr habt es gehört, es braucht eine gute Mannschaftsleistung, die werden wir auf jeden Fall morgen probieren hier auf den Platz zu bringen. Ihr seht im Hintergrund, da ist bereits der Rasenmäher angelassen und wir müssen uns langsam gegen außen bewegen. Wir bereiten das Stadion auf den grossen Abend morgen vor. Schließlich erwartet man 75'000 Zuschauer, die hier morgen für Stimmung werden sorgen. Wir freuen uns, RGS nicht vergessen, einschalten, Sondersendung am Morgen und dann natürlich am Abend vom Spiel. Und jetzt habt einen schönen Abend und bis bald. Tschüss zusammen.